Damit herzlich willkommen zur neuen Folge Dies, das Ananas. Nicht mehr der so heiße Scheiß am Podcast-Himmel. Ich bin Robert und vor mir sitzt wieder Axel. Servus. Virtuell. Hi, Taschen. Hi. Ja, Mensch, was war das für eine Woche, oder? Letzte Woche, die war, meine Güte, das Wochenende war hart. War das so? Also nicht für uns, sondern eher für jemand anders, aber dazu kommen wir gleich. Ja, heute ist der 17. Mai und hier ist die 43. Folge, die ist das Ananas. 43 Folgen schon. Wow. Mhm. Geht rasant voran, wa? Plus ja, nochmal die paar Specials und so weiter. Weiß ich nicht, sind wir jetzt bestimmt bei Roundabout 50, die wir jetzt haben. Ja. Und ja. Zählt eigentlich diese Schmatzi-Schmatzi-Folge als eine oder als Doppelfolge? Also eigentlich ist es eine, würde ich. Achso, von der Nummerierung ist es eine auf jeden Fall. Ja? Okay. Von der Nummerierung ist es aber eine. Weil es sind ja zwei, so gesehen, kannst du zweimal anhören. Einmal mit Schmatzi-Schmatzi und einmal ohne Schmatzi-Schmatzi. Ich fand das nochmal noch so schön, dass wir gesagt haben, wie nennen wir die Folge? Dann haben wir überlegt, ASMR. Und dann haben wir dann quasi diesen Mix gemacht, war ASMR Schmatzi-Schmatzi-Edition, wie du schon sagst. Und dann einmal nicht, so, nicht ganz so Schmatzi-Schmatzi, glaube ich, hieß die andere Version. Ja, genau, sowas. Ja, Axel, wie geht's dir? Mir geht's gut. Meine Stimme kehrt jetzt auch langsam wieder zurück. Das hört man, glaube ich. Ja, ansonsten, ich bin jetzt gerade fresh von der Arbeit nach Hause. Bin gerade rein und war gerade in einer Kaufhalle, ja, wie man hier bei uns im Osten immer noch schön sagt. Und war richtig erschrocken gewesen, weil ich bin dann vor diesen Kühlregalen vorbei. Und ich werfe immer einen automatischen Blick, ob denn Fleisch, kann ja durchaus sein, mein Lieblingseis, wie heißt es, Ben & Jerry's, ob es vielleicht gerade im Angebot ist. So, ja? Ja. Also statt 5,99, 4,99. Und gucke und ich denke mir, scheiße, wo ist bitte schon Ben & Jerry's? Die haben bei mir hier unten, ist Ben & Jerry's gerade komplett raus. Also es ist gar nicht mehr, also nicht mal mehr so im Sortiment. Stattdessen von Rewe ist in dem Fall ihre eigenen Cookie-Darf-Version richtig aufgefüllt und so weiter. Ich müsste die vielleicht erstmal kosten, aber erstmal war das für mich ein kleiner Schock. Das kann ich mir vorstellen. Das ist ein Riesenschock. Ben & Jerry's, das ist super. Oh, dann hole ich mir immer dieses Cookie-Duff-Ding. Und wenn ich mal was anderes haben will, dann ist es, warte mal, wie heißt denn das? Na, dieses Brownie-artige, Schoko-Brownie. Irgendwas mit Fudge oder so. Ja, genau. Digga, Chocolate Fudge-Brownie. Fudge-Brownie, naja, bitteschön. Fudge. Dickerchen, wir waren letzte Woche, waren wir zusammen bei Felix Lobrecht. Genau, wir waren bei Felix Lobrecht, das war hier in der Mercedes-Benz-Arena, der macht ja gerade seine Arena-Tour, obwohl er ja eigentlich mal gesagt hatte, so Arena, da sieht er Comedy nicht. Ich glaube, er hat auch an dem Tag so ein bisschen Beweis erlegt, dass so eine große Halle mit Comedy ein bisschen schwierig ist, zumindest fand ich es bei ihm ein bisschen schwierig. Gar nicht inhaltlich. Ich habe mich bei ihm teilweise totgelacht. Das war super lustig. Aber was mich total gestört hat, war der Sound in erster Linie. Der Sound hat mich richtig abgenervt, weil der war quasi nur vorne an der Bühne. Also wir haben ja im Oberrang, so ein bisschen seitlich, haben wir auf die Bühne quasi raufgeguckt. Aber man musste schon gut hinhören, um alles zu verstehen. Und sein Vorprogramm hier, Karim irgendwie. Kinan Al oder wie der Typ hieß. Ja, der war schrecklich. Ich weiß auch nicht, das hat mich sehr an Mario Barth erinnert, weil der hat sehr oft wiederholt. Ich glaube, der hat innerhalb von einer Minute oder so 10-mal, es gibt schöne Penisse gesagt oder so. Ja, genau, richtig. Ja. Er hat auch gesagt, es gibt aber auch hässliche Penisse. Ja, aber ich glaube, er hat 20 Mal das Wort Penis gesagt und wirklich, ich weiß auch nicht, ich fand, er hatte so ein paar gute Ansätze, was okay war, aber im ganzen Allgemeinen, aus meiner Sicht, war das einfach keine Glanzleistung. Und ja, ich geb dir auch vollkommen recht mit Felix Lobrecht.
Wir saßen wirklich schräg oben, wenn man so, wenn man die Halle weiß, Eisbär-Fans hören ja bestimmt ja auch zu, da wo sonst der Stehplatz ist, war die Bühne und wir saßen etwa 402, 403 und haben so schräg runtergeguckt. Jetzt aber meine Frage, die hatte Tim uns gestellt eigentlich. Wo hast du hingeguckt? Auf die Bühne oder auf den Screen? Ja, ich habe mehr auf den Screen als auf die Bühne geguckt und habe dann immer mal wieder versucht, mich dazu zu zwingen, mal Felix selber anzugucken. Und habe aber trotzdem, ja, wie du schon sagst, weil wenn das Angebot da ist, dann guckst du meistens doch auf den Screen, was eigentlich total albern ist, weil du bist ja nicht da, um Fernsehen zu gucken. Ja, aber genau das ist der Punkt. Du möchtest ja auch so ein bisschen sein Gesichtsmimik, seine Emotionen und sowas dazu halt sehen. Und das konntest du eigentlich nur auf dem Screen machen, weil von da oben hast du ja nichts gesehen. Deshalb war das eigentlich aus meiner Sicht, was du auch schon sagtest, eigentlich eine Vollkatastrophe in Richtung, Moment. Das Programm war super. Also wirklich, da habe ich mich auch echt weggehauen. Aber so eine Vollkatastrophe in dem Fall, nie wieder Stand-up-Comedy in so einer großen Halle. Das Ding ist, ich weiß ja nicht genau, also er hat ja seine Tontechniker dabei und so, wahrscheinlich, die bringen ja jetzt nicht ihren eigenen Ton mit, nehme ich mal an, sondern es wird ja dann eher darum gehen, sozusagen das Vorhandene richtig einzustellen und bla bla dies, das. Ich habe ja auch schon in einer relativ großen Halle, damals in der Max-Schmeling-Halle, habe ich auch schon Comedy miterlebt und da war das gar kein Problem. Da saß ich ganz hinten in der Ecke und das war super, das hat richtig Spaß gemacht, aber da war auch der Ton, die Boxen entsprechend und alles drum und dran. Das hat viel mehr Fun gemacht. Hier in dem Fall, das war einfach mein großer Kritikpunkt. Gut, dass er dann seine Pause da massiv überzogen hat und manche würden sagen, er hat ein bisschen zu kurz gemacht. Okay, so what, das ist dann eben sein Ding. Inhaltlich, glaube ich, haben wir gerade gesagt, war es gut. Aber man merkt schon, so diese großen Hallen, da wird es schwieriger. Da trennt sich vielleicht auch ein bisschen die Spreu vom Weizen. Man muss ihm vielleicht auch ein bisschen zugutehalten, dass das seine erste Arena-Tour ist. Er hat vorher immer in kleineren Dingern gespielt, macht er ja auch immer noch ganz viel so zum Programmtesten und so. Vielleicht muss ich das da auch bei den Technikern da erstmal ein bisschen eingerufen, kann ja auch sein. Aber, wenn wieder Comedy, am besten ist es immer noch wirklich in einem klassischen Theater, wenn wir jetzt an Berlin denken. Oder so, oder Admiralspalast. Richtig, genau. Also das ist einfach, da brauchst du keinen Screen, du bist relativ nah dran, das hat doch mal ein anderes Ambiente und der Sound ist meistens richtig gut. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber wir sind auch ein bisschen selber schuld an dem Abend, dass das nicht ganz so lief. Unser Zeitmanagement war ein bisschen scheiße, das fand ich nämlich auch. Weil wir haben leider, wir waren ja anderthalb Stunden, bevor es losging, waren wir schon in der Arena. Und ey, ich habe es bei mir selber gemerkt, ich bin müde geworden. So, das kam auch noch dazu. Ja, das war auch ganz anstrengend eigentlich. Noch so lange zu warten und Frechheit war ja auch wirklich die Drinks. Ich habe mich ja dann bei den Drinks zurückgehalten. Ey, jetzt ohne Scheiß. Was war das? Havanna Club, also ein Cuba Libre. Ja. 0,3 Liter für 9,50 €. Das war schon kräftig. Also, Alter Schwede. Das war schon, also das ist ja, das sind Scheißpreise, das sind einfach so eine komische Multifunktions-Arenenpreise. Allein deswegen schon lohnt sich das wirklich, ein Theater zu machen. Da hast du, es ist auch nicht günstig so, aber es ist, da kriegst du wenigstens was. Das ist meine Erfahrung jedenfalls. Naja. So ist. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber wie gesagt, 9,50 €. Ich weiß nicht, wie er geschmeckt hat, war er gut. Na, war okay. Ja, siehst du, okay. Und das lohnt sich dann natürlich nicht. Natürlich nicht, nein. Aber Dickerchen, apropos Comedy, zwei Sachen, zwei Fragen. Erstens, hast du LOL dritte Staffel schon gesehen jetzt? Nein, gar nicht. Ah, okay, alles klar. Bin ich noch nicht dazu gekommen. Hausaufgabe für das nächste Mal in zwei Wochen, dass du dir bis dahin vielleicht, wenn es klappt, ich weiß, Zeit und so, aber wenn du Lust hast, vielleicht kannst du ja mal machen. Also dann können wir dann auch mal LOL die dritte Staffel auswerten, die jetzt seit, ich glaube, anderthalb Wochen, glaube ich, fertig ist. Also raus, komplett. Ach, die ist schon durch. Das ist komplett okay, durch. Ich war jetzt noch nicht sicher, ob die jetzt schon durch ist. Naja, und ich freue mich wirklich. Jetzt hat ja ProSieben veröffentlicht, beziehungsweise Joko Winterscheid, die nächste Staffel von Winterscheids Sendung da irgendwie, wo sie ihm die Show wegnehmen. Wer stiehlt mir die Show? Ist jetzt wohl abgedreht, so wie ich es jetzt hier deute. Und die Besetzung fände ich ja mal mega. Also neben Joko Winterscheid ist, die kenne ich ehrlich gesagt nicht, Nilam Farooq, weiß ich nicht, wer das ist. Eine Schauspielerin, eine sehr gute Schauspielerin. Ich habe die jetzt schon in einigen deutschen Filmen gesehen, ja, die ist gut. Okay, und dann, jetzt kommt der Knaller, Fari Yardim und Olli Schulz. Ey! Olli Polli. Das wird super! Also, ja, mal gucken, wie Olli da rauskommt. Also,
Echt, ich finde ihn super. Ich finde ihn so lustig. Ey, wenn ich mir schon das Bild angucke, was sie gepostet haben. Weißt du, er da in sein, was ist das? Goofy oder was das da ist? Goofy-Shirt? Ja. Also, ja. Das ist schon herrlich. Das ist typisch Olli Polli. Ja. Ich fand es interessant, wie sie jetzt alle auf Olli gekickt haben, im Zuge des Klimangates oder wie auch immer man das nennen möchte. Ja, gut, komischerweise ist jetzt schon wieder Ruhe. Ja, aber wie es halt immer so ist, wa? Aber ja. Jetzt war ja hier die Geschichte mit Finn Kliman, da können wir gleich nochmal ein bisschen drüber reden. Aber ich fand es interessant, dass die Leute, also ich glaube, Fest und Flauschig hatte wahrscheinlich eine der größten Einschaltquoten seit langer Zeit bei ihrem Podcast. Könnte ich mir gut vorstellen, weil die alle gewartet haben, was erzählt Böhmermann und was erzählt Olli Schulz, der ja irgendwie so nach außen hin der Kumpel von Finn Kliman ist und damit ihm das Hausboot zusammen gemacht hat. Nee, ein Kumpel und Geschäftspartner wegen dem Hausboot. Ja. Das muss man ja dazu sagen. Ja, ich habe mir die Folge, glaube ich, erst 2 Tage später angehört. Du hast sie dir ja gleich gleich um 0 Uhr angehört, als sie rauskam, oder? Sehr früh auf jeden Fall. Sehr früh. Tim hat sie sich auch schon etwas früher angehört. Ja, also ich muss dazu sagen, so ein paar Anspielungen waren da. Haben wir mal so gesagt, ja, und nach der Musikpause kommt dann erstmal ein richtig ordentliches Ding. Also wird richtig spannend und ja, dann wurde nur darüber geredet. Und jetzt muss man das in Anführungsstriche setzen, wie Olli mal einen Freund gesagt hat, dass seine Alte fremd geht. Ja, und was man dann mit dem Freund macht und so weiter, war, ob man ihm das erzählt. Ja, was man dann mit dem Freund und macht. Ob man, ja, und ob man da, ob der andere Freund noch selber zu einem halten würde und so. Das Ding ist, ich weiß nicht, Tim hat es ja auch gesagt, er hat es nicht ganz so empfunden wie ich. Vielleicht spielt mir auch mein Gehirn dann einen Streich, aber die haben in der ganzen Folge nicht einmal das Wort Finn Kliman gesagt, nicht einmal den Namen gesagt, aber sie haben aus meiner Sicht eigentlich die ganze Folge, wenn man sich alles anhört, eigentlich nur über dieses Thema gesprochen. Und das Ding ist, ich dachte, mal gucken, ob ich mich irre oder so, ob ich das alleine sehe. Ich habe dann bei Twitter und so geguckt, da waren ganz, ganz viele, die dann auch gefeiert haben, gesagt haben, krass, wie kann man so viel sagen, ohne was zu sagen, so ungefähr. Also das war schon interessant. Ja, mal gucken, ob da was da jetzt eigentlich rauskommt. Aber ganz ehrlich, auch der netteste Typ, den man halt bei YouTube sieht, so wie Finn Kliman, hat immer was zu stecken. Tut mir leid, aber Mirk war nie so richtig koscher. Mir auch nicht. Also ich habe ihn jetzt auch nicht so intensiv verfolgt. Du ja, glaube ich, auch nicht. Aber man ich wusste halt, wer das ist. So, ja, okay, der macht da irgendwas mit seinen Videos und der macht hier irgendwas. Und dann, ich hatte schon im Hinterkopf, das wusste ich schon. Ich habe das schon mitbekommen, dass er da was mit Masken macht und so. Und ich hatte mich dann aber irgendwie gefragt, wie finanziert er eigentlich seine ganzen Unternehmungen? Wie finanziert er eigentlich sein ganzes Leben? Das habe ich mich immer so gefragt, weil er dann auch immer in diesen Interviews, die es dann so gab und irgendwelchen, also wenn er war ja auch bei Böhmermann damals und so, er hat ja regelmäßig raushören lassen, ja, ich habe ja eigentlich ja kein Geld. So, und der geht ja immer gleich in die Unternehmungen rein. Und genau. Schlussendlich, mal abwarten, wie es noch weitergeht. Ich glaube, solche Behörden wie Finanzamt und solche Behörden wie auch, sagen wir mal, Staatsanwaltschaft werden garantiert jetzt auch nochmal ein bisschen gucken. Na, müssen wir vielleicht irgendwo aktiv werden an hier oder an der einen oder anderen Stelle? Das könnte auf jeden Fall auch noch da angehen. Vielleicht ein Nachspiel für Finn Kliman haben und für seine Partner, Geschäftspartner. So, das ist ja nicht nur er. Ich finde es halt ein bisschen krass. Erstens, dass er immer noch behauptet, ja, ich wusste davon nichts, aber er immer in Kopie war und ja auch echt E-Mails geschrieben hat, wo ich gedacht habe, Alter, du hast das alles gelesen. Und ohne Scheiß, was dort rausgeholt wurde oder was Böhmermann an Informationen bekommen hat, das war tiefstes Insiderwissen. Ja. Das richtig tief drinne. Ja, und man hat sich ja dann schon gefragt, naja, man weiß ja immer nicht, was steckt drin und so weiter. Auch die können sich ja mal irgendwo irren, auch wenn in der Vergangenheit eigentlich die ganz klar gezeigt haben, dass wenn die sowas raushauen, dann hat das meistens schon immer Hand und Fuß. Und spätestens als Finn Kliman, der ja, ja, warum auch immer, meinte, immer direkt dann irgendwie online gehen zu müssen und direkt ohne anwaltliche Hilfe da irgendwie, oder fast ohne anwaltliche Hilfe ja, da irgendwie diese Stellung zu beziehen, er hat ja die Beweislage nicht abgestritten. Also das, er hat zwar versucht, seine Sicht der Dinge da klarzustellen und dass er davon nicht wusste. Er hat sich als Saubermann da, dass er immer gesagt hat, ja, ich habe die Kontrolle verloren, ich habe aber die ganzen E-Mails nicht gelesen
Und ja, was die beiden da gemacht haben, ich habe die beiden ja nur zusammengebracht, also hier die beiden Geschäftspartner, die sich ja dann darum gekümmert haben. Ich war ja mal außen vor und ey, ohne Scheiß. Aber die ganzen Sachen beweisen es halt anders. Ja, also für mich steht ganz klar fest, also was das angeht, ich will den Menschen jetzt nicht per se verteufeln, aber jetzt momentan muss ich sagen, diese Aktion, absolute widerliche Drecksau, ist so mein momentanes Bauchgefühl. Und es wird, ich glaube, die Gesellschaft darf jetzt auch mal eine längere Zeit, das sage ich ja auch zum Beispiel bei Xavier Naidoo und so, darf jetzt mal für längere Zeit auch mal nicht nur hinterfragen und einfordern und vielleicht sogar bestrafen am Ende, mal gucken, wie es da ausgeht, sondern darf jetzt auch mal eine Zeit lang bockig sein und, sagen, wir schließen dich jetzt erstmal aus unserer Gesellschaft aus. Das heißt ja aber nicht, dass Finn Kliman per se ein schlechter Mensch ist. Die Aktion aber war brachial scheiße, das darf nicht passieren, sowas. Ja, jetzt hat richtig böse verbockt, ne? Also sowas geheim zu halten, sollte man vielleicht doch nicht über Chats oder sowas. Ja, Krise kann doch geil sein. Ich meine, das ist natürlich auch was. Boah. Ja, der Satz war krass. Aber das war richtig krass. Aber stecken immer so ein bisschen zwei Seiten dahinter, wa? Also man muss ja auch immer so ein bisschen gucken, in welchem Kontext hat er das vielleicht gemeint. Aber in dem Gesamtbild ist das Spielste natürlich eine Katastrophe, sowas zu schreiben. So, also geht natürlich gar nicht. Naja, weiß nicht. Recht. Aber ich fand es ganz interessant, wo ich mir das dann, ich habe mir das insgesamt zweimal sogar angeguckt da bei Böhmermann, weil ich mir das beim ersten Mal einfach nicht ganz glauben konnte. Ich sag, kann das wohl nicht wahr sein. So, und dann habe ich es mir nochmal angeguckt. Naja, du bist halt. Naja, mal gucken, was da jetzt rauskommt. In den nächsten Wochen wird bestimmt da noch was dazukommen. Mhm. Ich breche jetzt immer mit den Themen immer so ein bisschen voran, weil du mir vor der Sendung schon verraten hast, dass du heute thementechnisch nicht ganz so stark bestückt bist. Was? Ich bin immer gut vorbereitet. Nein, keine Ahnung. Nee, wirklich, heute habe ich wirklich nichts. Was hast du denn? Alles gut. Also, was ich interessant finde, ich habe jetzt gelesen, dass Thema Boris Becker. Der soll wohl, wenn ich das richtig gelesen habe, die letzten, ich glaube, 2-3 Jahre von so einer Art Doku-Team, ich weiß nicht, ob er das selber organisiert hat oder ob der da eingeladen wurde oder wie, begleitet worden sei. Die haben den begleitet bis in dem Moment, wo er seine Knasttasche gepackt hat und in den Knast gefahren ist. Also ich dachte mir in dem Moment, alter Verwalter Boris oder dein Manager oder wer auch immer das macht, ihr seid schon richtig abgewichste und clevere Typen. Ihr wisst schon genau, dass... Kohle machen. Ja, ihr wisst genau, was da für eine Scheiße auf euch zukommt. Ihr wisst genau, dass der Boris jetzt dann in den Knast kommt wahrscheinlich. Und dann soll doch in der Zeit, wo er im Knast ist, doch aber wenigstens der Rubel rollen für die Zeit nach dem Knast und so weiter. Also das ist schon echt clever gemacht irgendwie. Ja. Also ich denke, die wird auch erst ausgestrahlt, nachdem Boris halt rauskam und halt noch ein bisschen darüber geredet hat, wie es halt im Knast ist. Ich habe die Woche noch gelesen, irgendwie als Schlagzeile, riesengroße Schlagzeile, Boris Becker, die Diva im Knast. Ja, das war auch wieder so eine Bildschlagzeile, war Bild Plus, ich konnte das nicht ganz lesen, ich weiß nicht, was dahinter steht. Ja, genau, das ist dieser Punkt, dieses Bild Plus. Naja, was soll man dazu noch sagen? Richtig. Warte mal ganz kurz, ich muss mal kurz meinen Ventilator ausmachen, der ist mir hier ein bisschen zu laut. Ich höre nichts. Ja, aber ich, warte. Und in der Zeit machen wir einfach mal ein bisschen Quatschen so und da ist schon wieder der Axel. Mensch, das ging jetzt aber schnell. Ja, der steht da gleich um die Ecke. Den Ventilator habe ich seit gestern, also gestern habe ich ihn entstaubt. Gestern Abend. Wir nehmen jetzt hier auf den Donnerstag. Lass mich raten, du hast ihn einfach angemacht. So ungefähr. Das mal gehustet. So ungefähr. Ich habe den gestern das erste Mal angemacht, weil wir nehmen jetzt hier auf den Donnerstag auf vor Veröffentlichung. Gestern war so der erste Tag, wo auch in Berlin 28 Grad waren. Also es war sehr warm auf jeden Fall, auch wenn es gut bewölkt und ein bisschen windig war. Aber schon ziemlich drückend und vor allem am Abend war ja dann noch Gewitter so ein bisschen. Und das war bei dir Gewitter? Ja, ja. Und ich habe das hier richtig, Alter, das wurde so drückend hier. Ich so, oh, fuck. Hab erstmal den Ventilator wieder angemacht. Ja, so ein Ventilator ist schon was Schönes, oder? Ja, nicht. Was ist noch geiler ist, ein Deckenventilator. Ja, na, warum nicht? Warum nicht? Also ich freue mich nicht auf den Sommer. Axel ist kein Sommerkind, überhaupt nicht. Aber ich bin zumindest hier in meiner Wohnung und auch auf Arbeit gut ausgestattet. Also ich habe hier allein bei mir zwei Gerätschaften, die mich auf jeden Fall durch den Sommer bringen. Einmal so ein Tischtower, der so richtig schön dreht und die gut pustet. Und dann habe ich ja noch dieses kleinere Gerät, was du so mit Wasser oder mit Eiswürfel füllst und was dann so diesen Sprühnebel rausholt. Das ist geil, wenn dann die ganz heißen Nächte sind, weißt du, dann lässt du das schön über deinen Körper so rüber träufeln. Oh, der Axel. Da wickelt dich dieser Nebel ein in ein kühles
kühles, eine kühle Decke so ungefähr. Und nächsten Früh fragt er sich, warum er so feucht ist. Ja, genau, oder warum er mit einer Lungenentzündung da im Bett liegt oder echt so. Echt mal, genau. Aber das kann ja, das, ich, was ich nicht verstehe, ist, wie Leute wirklich mit einem Ventilator schlafen können, wenn der so auf den Kopf gerichtet ist. Alter, ich hätte den Nacken am nächsten Morgen. Schlimm. Das ist schlimm. Also ich finde das jetzt auch nicht so pralle. Also so langsam, wenn er langsam läuft, so innerhalb so, dass das alles zirkuliert, aber direkt ins Gesicht blasen geht gar nicht. Mhm. Das hasse ich auch schon im Auto, wenn ich mit Auto fahre und mir dann so das Klimaanlage so bei 18 Grad eingestellt, so richtig schön losbläst und dann ins Gesicht. Ja, du lachst über das Wort Blasen. Ich halte nur fest, dass innerhalb von, weiß ich nicht, wie lange wir jetzt schon aufnehmen, klar rausgekommen ist, du magst es also nicht, wenn man zu oft das Wort Penis und schöner Penis sagt und wenn man irgendwie mit Gesicht und Blasen sagt. So. Ich will es nur festgehalten haben. Ich sag hier nichts. Genau, sag am besten gar nichts mehr. Mein lieber Schirn, hast du dich denn heute ein bisschen vorbereitet, was den Tag angeht? Na sicher. Ja, sicher, Dad. Na, hau mal raus. Aber ich muss kurz die Infos aufrufen. Ja, mach das gerne. Also wir werden jetzt mal wieder die Kategorie, die keinen Namen und keinen Trailer hat, das ist auch gut so, das soll auch so bleiben. Wir wollen einfach mal unseren heutigen Tag kennenlernen, nicht wahr? Genau, heute ist der... Na, 17. Mai. 17. Mai, genau. Genau, da habe ich jetzt nur zwei Ereignisse. Die, vielleicht hast du noch ein paar mehr, die du mir vielleicht ein bisschen ergänzen könntest. Du bist einfach eine faule Sau. Kannst mich mal. Gib ihm. Okay. Also, und zwar das erste Ereignis war am 17. Mai 1946. In Potsdam-Babelsberg wird die deutsche Film AG DEFA, das volkseigene Filmstudio der Deutschen Demokratischen Republik, gegründet. Mhm. DEFA-Filme sind bis heute sehr beliebt, muss man dazu sagen. Zählt dazu nicht auch Drei Haselnüsse für Aschenbrödel? Oder auch hier? Keine Ahnung. Das tapfere Schneiderlein oder so, das war ein geiler Film. Aber DEFA, eigentlich sehr bekannte Firma von damals. Mhm. So, dann habe ich noch den 17. Mai 1969. Im Rahmen der sowjetischen Venera-Missionen erreicht die Landessonde Venera 6 den Planeten Venus. Sie sendet 51 Minuten lang die Daten, ehe sie der Atmosphärendruck zerstört. Da wird sie zerquetscht, wird sie da. Einfach platt gemacht. Ja, genau. Na, ich hab so, noch, was hast du noch? Also ich habe auch das mit dem DDR-Ding. Dann habe ich heute vor 32 Jahren, nämlich 1990, die Weltgesundheitsorganisation WHO, der UNO, streicht Homosexualität aus dem Diagnoseschlüssel der Krankheiten. Das muss man sich mal vorstellen, das ist gerade mal 32 Jahre her. Vor 33 Jahren war also Homosexualität noch eine Krankheit. Ja, das gibt es ja, gibt's ja bis heute, dass Ärzte sagen, ich kann eure Homosexualität heilen. Ja, wie hat Stefan Raab mal, gesagt, ein paar Mal hat er den Gag gebracht, er war ja auch mal schwul, wa? Aber die Ärzte haben ihm geholfen. So. Oh. Ja, das hat Raab gesagt, nicht nur einmal. Echt? Dann heute vor 161 Jahren, nämlich 1861, der schottische Physiker James Clerk Maxwell führt in seinem Vortrag an der Royal Institution das erste Farbfoto vor. Also heute vor 161 Jahren das erste Farbfoto. Na, herzlichen Glückwunsch. Oh, schön. Und was war drauf? Weiß ich nicht. Seine Mutter beim Essen. Sehr langweilig. Ja, dann kommen wir noch zu den Geburtstagen heute. Ich habe drei. Ich hoffe, du kennst sie alle, aber ich denke schon. Und zwar 1946 geboren Udo Lindenberg, deutscher Rockmusiker. 76. Geburtstag. 46. 76. Geburtstag. Achso, 76. Geburtstag, genau. Dann haben wir, das wäre heute sein 66. Geburtstag. Und zwar von Bob Saget. Kennst du Bob Saget? Ein US-amerikanischer? Na, du kennst Bob Saget. Und zwar, das war der Vater in Full House. Weiß ich nicht. Hast du Full House nie gesehen? Ja, nicht so oft. Nicht. Also ich weiß, das war mal mit diesen beiden Mädels und so. Es waren ja drei Mädels. Achso, siehst du? Ah, du bist so raus. Ich dachte, du bist so Full House-Fan gewesen. Nee, Full House war mir ein bisschen, war nicht meins. Bestimmt dein Bruder, oder? Nee, auf gar keinen Fall. Also Full House, wir waren keine Full House-Familie. Ah, ihr wollt keine Full House-Familie, okay. Und dann 1981 wird heute 41, Cosma Schiever-Hagen ist eine deutsche Schauspielerin und die Tochter von Nina Hagen, der Rockröhre aus der DDR. Na, herzlichen Glückwunsch.
Das waren dann drei. Na, ich ergänze mal noch, wa? Heute wäre 86 Jahre alt geworden. Ah, schade, dass es ihn heute nicht mehr gibt. Mr. Easy Rider Dennis Hopper. Ja, der ist ja 2010 verstorben. Am 29. Mai hat er also bald auch 12. Todestag. Na, herzlichen Glückwunsch. Dennis Hopper ist schon tot? Ja, der ist schon seit 12 Jahren tot, mein Lieberchen. Was? Ich sag bloß Easy Rider 69, geiler Film. Apokalypse Now kennt man noch. Und natürlich Speed. Da hat er ja hier den Bombenleger da gespielt. Genau, Dennis Hopper, wie gesagt, heute 86. Geburtstag, allerdings ist er ja noch nicht mehr da. Außerdem, wir bleiben mal musikalisch, weil du auch gerade beim Thema Musik warst, mit Udo Gerhard Lindenberg. Der Große, der einzig Wahre, Bernhard Brink, wird heute 70 Jahre alt. Oh Gott. Bernhard Brink in Nordhorn geboren, 52, ja. Wer kennt die nicht, diese tollen Songs, diese schönen Songs mit Titeln wie Du hast mich einmal so oft angesehen oder Ich wär so gern wie du oder mein Lieblingssong Von Null auf Unsterblich. Genau. Gott. Und dann ein Typ, wie tief hast du denn da gegraben, um die Titel rauszuholen? Lass mich raten, Spotify, Bernhard Brink und die ersten drei rausgesucht. Ja, so ähnlich war es vielleicht, das könnte durchaus sein, ja. und dann hat heute noch jemand Geburtstag, der wird heute 60, den Typen finde ich persönlich sehr witzig, kennt man vielleicht, wenn man sich so ein bisschen mit Late Night auseinandersetzt, Craig Ferguson, der hat von 2005 bis 2014 war er der Moderator von seiner eigenen Late-Night-Show, produziert von David Letterman und so weiter. Der Typ ist so ein Schotte, der ist in Glasgow geboren und der ist super witzig dahingehend, weil der vor allem auch, wie soll ich sagen, er hat super viel zum Beispiel die Deutschen verarscht, immer die deutsche Sprache und so, aber war ein geiler Late-Night-Host mit allen Superstars der Welt, die sind alle zu ihm gekommen. Craig Ferguson, okay. Heute zum 60. Geburtstag, wer Lust und Laune hat, einfach mal bei YouTube eingeben, das lohnt sich. Okay, Robert, gut. Robert, it's your part. Yeah. It's my part. Ach so, heute ist ja noch der 17. Mai, Mensch. Da war ja noch was. Warte, ich hab mich super vorbereitet. Mhm. Eigentlich super. Ich muss bloß die Seite schnell aufrufen. Ja, Leute, so ist das im Leben. Wir nehmen hier unter der Woche auf. Es ist warm. Man will auch mal ein Eis essen. Muss man auch mal. Dann fängt der Podcast halt 5 Minuten später an. Und man muss sich halt auch erstmal ein bisschen warm machen. Und naja, da fehlt auch mal die Zeit zwischen PlayStation und Eis essen. Okay, gut. Jetzt habe ich's. Genau, heute ist, kommen wir jetzt zu den Feiertagen und was hast du da noch? Kalendarische Kuriositäten. Heute zum Beispiel ist der Welthypertonietag. Müsste ich jetzt erstmal nachgucken, was das bedeutet. Hypertonie ist, kann ich dir sagen, ist, da geht es um Bluthochdruck. Bluthochdruck, das ist quasi ja unsere Volkskrankheit, wenn man so möchte. Und der Tag ist quasi so eine Art medizinischer Aktionstag, der darauf hinweisen soll und Leute, achtet auf euch und Bluthochdruck muss bekämpft werden. Hast du Bluthochdruck? Nein. Da hast du ein Glück. Bist super. Ja, ich bin ja auch kein ganz normaler Typ. Ja, das sowieso nicht. Ich habe Bluthochdruck. Okay, dann hast du offensichtlich Hypertonie. Nein. Weiter geht's, komm. Okay, dann haben wir noch den Tag der Sammelwütigen in den USA, den Pack Rack Day. Ja, sammelst du? Was sammelst du? Nee, ich sammle überhaupt nicht. Da geht's auch gar nicht, ich dachte erst in dem Moment so an Messi. An Messi, so weißt du. ich habe nochmal nachgelesen, es geht gar nicht um Messis oder so, sondern es geht beim Tag des Sammelwütigen, oder der Sammelwütigen ist ein US-amerikanischer Tag, vor allem gegen übertriebenen Konsum, dass man doch da vor allem wieder ein bisschen drauf packt und darauf achtet vor allem, dass man nicht unnötig Sachen verbraucht, die man vielleicht gar nicht benötigt oder so. Alter, du stellst mich heute echt als doof da, nicht vorbereitet. Du liest dir die Texte durch. Du, keine Ahnung, du kannst sogar lesen. Also bitte, Axel. Ich hab extra lesen trainiert, nur für diesen Podcast. Ja, toll, danke. Ja, gerne. So, dann haben wir noch in den USA der Tag der Walnuss. Mhm. Da hast du bestimmt auch gelesen. Komm, natürlich, hau raus, natürlich. Infos. Der Tag der Walnuss ist, lass dich überraschen, ein Tag der Walnuss. Ist natürlich ein reines Marketing-Ding, wa? Von der Walnuss-Lobby. wollte quasi der Bevölkerung aufzeigen, wie toll, schmackhaft und gesund doch die Walnuss ist. Man sollte doch mehr Walnussprodukte kaufen. Also Walnuss ist lecker. Ja, ich hasse Walnüsse. Das ist nicht meins. Okay. Und dann. Ich mag aber auch keine Delfinnüsse, das ist auch nicht so meins. Egal. Okay, und dann, dazu hast du bestimmt auch wieder Infos, aber dazu haben wir heute noch ein anderes Thema. Und zwar Welttag des Backens, World Baking Day 2022. Möglich, dass unsere Top 3 heute was damit zu tun hat. Gucken wir mal. Ja, komm heraus, Infos. Naja, geht halt um Backen. Backst du gerne?
Ich habe noch nie in meinem Leben gebacken. So. Nein, du hast in deinem Leben noch nie gebacken? Ich habe in meinem Leben noch nie gebacken. Warum nicht? Ich habe, also ich stimmt nicht, ich habe Käse überbacken. Also mit Käse überbacken. Das habe ich schon gemacht. Backen ist, ich weiß nicht, interessiert mich. Nein, interessiert so richtig mich. Backen, nein. So Kuchen oder Plätzchen no, oder so. Ich bin noch kein Kuchenfan. So. Das ist halt, Backen ist nicht. Aber meine Plätzchen, die ich backe, die isst du, ne? Ja, die magst du. Ja, ich esse sie. Und sie sind auch ganz lecker. Hast du dir sehr viel Mühe gegeben. Ja, ich esse sie. Das hört sich so an, oh, notgedrungen muss ich die jetzt noch nein, essen. Nein. Ich finde die sehr gut und ich esse die sehr gerne. Ich finde es das toll, dass du da Zeit okay. und Liebe und Schweiß und alles drum und dran investiert hast. Na, Schweiß nicht. Nein, also okay. Schweiß kommt da nicht rein. Okay, ach, Schweiß kommt nicht rein. Okay. Schweiß nein, kommt nicht rein, lecker. Aber Liebe, sehr viel Liebe. Aber ich bin jetzt trotzdem nicht der weltgrößte Plätzchen-Fan. Aber es ist lecker, ich freue okay. mich darüber. Na gut, okay, wenn du nicht backst, dann ist das halt, bist du halt selber dran schuld. Ja, richtig. Es gibt halt noch weitere Aktionstage, beziehungsweise das sind dann auch so ein bisschen ernstere. Und zwar haben wir heute zwei Nationalfeiertage. Einen herzlichen Glückwunsch nach Nauru. Das ist ja hier so eine schöne, so ein Inselstaat quasi. Norwegen hat dort auch seinen Nationalfeiertag. Außerdem ist, und das könnte auch vielleicht was mit diesem Aktionsding da, was ich vorhin erzählt habe, zu tun haben. Heute ist der internationale Tag gegen Homo, Bi, Inter und Transphobie. Also seit 2005 gibt es das. Und heute ist der Tatsache der Welttag der Kommunikation und der Informationsgesellschaft. Hat man früher auch also Weltfernmeldetag genannt. Na bitte. Jetzt haben wir doch wieder unseren Tag ein bisschen schlauer kennengelernt hier. Oder ein bisschen doller. Schön. Ja. Hast mich wieder ein bisschen doof dastehen lassen. Aber doch nicht mit Absicht, mein Lieberchen. Ich habe da einfach gelesen. Das gelesen. Habe ich dich jetzt wirklich doof dastehen lassen? Nein, Quatsch. Ich muss du ja, liest gerne mal. Ich muss ja aufpassen hier. Ich will ja hier niemanden gegen die Beine pissen oder so. Aber du weißt, das ist doch der Podcast mit dem vielen Halbwissen. Also ja, hättest du nur die Hälfte gelesen, wäre besser gewesen. Apropos Halbwissen. Georg, unser Chefkritiker. der hat sich bei mir gemeldet. Hat er? Der hat gesagt, ich spreche dir noch am miteinander. Dienstag. Ja, yeah, privat sprechen wir miteinander. Ja, er hat meine Nummer, ich habe seine Nummer. Mhm. Okay, ja. Was hat er gesagt? Er hat am Dienstag angerufen, nachmittags, und sagte, sag mal, spinnt ihr? Ich so, was ist denn los? Müsst ihr jetzt noch eine Special-Folge rausbringen? Habe ich gesagt, du bist sowieso kein Eisbären-Fan, so. Musst du dir nicht anhören. Ne? So, naja, okay, gut. Aber wenn ich Langeweile habe, mache ich es. Ich weiß jetzt nicht, ob er sich angehört hat, weil er wollte ja eigentlich am Dienstag die neue Kritik aufnehmen. Mhm. So habe ich das gehört. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, ob er zu der neuen Folge auch eine Kritik schon gemacht Na, hat. Na, hören wir mal rein. Erstmal machen wir mal auf hier und dann hören wir mal rein, was der Georg uns zu sagen hat. Unser Chefkritiker. Okay. Auf geht's. Hier kommt der Chefkritiker Georg und der sagt jetzt mal was zur letzten Folge. Hört mal zu. Hallo, der Chefkritiker hier. Heute wieder ohne Spickzettel und ohne abzulesen. Ja, Robert, ich nehme auch deine Kritik zu Herzen und versuche mich zu verbessern. Ihr aber scheinbar auch. So schreibe ich mir ganz uneigennützig einfach selber auf die Fahne, dass ihr die Top 3 beim letzten Mal aufgrund meiner Kritik noch geändert habt. Ob das so stimmt oder nicht, weiß ich nicht, ist mir aber auch egal. Was lässt sich sonst zu eurer Folge sagen? Eigentlich waren es ja zwei, aber die Eishockey-Folge, die lasse ich einfach außer Acht. Ihr kennt meine Meinung zum Eishockey und ein laktoseintoleranter Kritiker wird auch nicht plötzlich zum Tester von Sahnetorten. Die andere Folge fand ich trotzdem etwas schwächer als die Folgen davor. Ihr hattet Themen, wo man hätte pöbeln, meckern und anecken können. Elon Musk, Boris Becker, Geschlechterdiversität. Wart euch aber trotzdem wieder sehr einig und habt das alles wieder sehr schön geredet. Sagt einfach, Boris Becker hat eine Straftat begangen und ist zu Recht hinter Gittern. Das ist eine klare Meinung und die kann man auch äußern. Das ist einfach meine Meinung in dem Sinn und dafür kann euch auch keiner kritisieren. Wie ihr es beim Thema Geschlechterdiversität ja auch gesagt habt, es ist ein freies Land. Ihr könnt eure Meinung äußern und es ist auch euer Podcast. Da macht es doch einfach. Zu Elon Musk will ich noch kurz sagen, wenn jemand eine Firma oder ein neues Grundstück baut, sind die Ausgaben, die er da für tätig deutlich höher als das, was er an Steuern spart. Natürlich mindert er seinen Gewinn und auf den geringeren Gewinn zahlt er auch weniger Steuern. Trotzdem sind die Ausgaben dafür deutlich höher. So eine Aussagen sind immer sehr allgemein und sehr beliebt, stimmen aber halt einfach nicht. Dadurch spart keiner. Das ist wie wenn man zu Mediamarkt geht und einen Fernseher für 500 Euro kostet, weil er sonst 600 Euro kostet. Dann habe ich auch nicht 100 Euro gespart, sondern ich habe 500 Euro ausgegeben. In dem Sinn, nennt eure Meinung in eurem Podcast. Dafür kritisiert euch keiner. Habt Spaß und bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao. Da bin ich nochmal. Ich habe noch einen Nachtrag. Ihr habt gesagt, den Beef zum Knoblauchthema, den verliere ich. Das nehme ich gerne an. Da würde ich mich weiterhin streiten. Verfeinern, und so steht es auch bei Wikipedia, heißt durch bestimmte Zusätze etwas verbessern. Das heißt, ich gebe etwas dazu, was vorher nicht dabei war. Wenn ich beim Knoblauchbrot Knoblauch hinzugebe, dann habe ich das Verhältnis verändert und vielleicht auch einen stärkeren Geschmack. Aber wir sprechen hier nicht vom Verfeinern. Bis dahin. Tschö. Also ich müsste jetzt fast mal überlegen, nennen wir ihn weiterhin den Chefkritiker? Ist es der Chefkritiker oder ist es der Klugscheißer?
Also als erstes war es eher der Chefkritiker, dann ging es eher sehr in die Finanzwelt. Das war Klugscheißen hohes Niveau. Klugscheißen extrem. Ja, und dann nochmal der Zusatz, das war auch nochmal echt Klugscheißen. Knoblauch kann man mit Knoblauch verfeinern. Mhm. Aus Ende. Und was ist, wenn ich, ach egal, komm, lass mal so stehen. aber mal eine andere Frage. Irgendwie muss Georg was mit Geld zu tun haben, keine Ahnung. Ja, hat er glaube ich auch. Also so ausführlich. Oder er ganz anders. Er hat gelesen. Das kann natürlich auch sein, dass er vielleicht auch eher lesen kann. Auf jeden Fall ist mir irgendwie, ich habe dann gestern, wo ich das dann abends noch bekommen habe, habe ich dann das so gehört und habe das dann so ein bisschen zusammengeschnitten, so, dass es auch schön klingt und hintereinander weg, war ja auch ein bisschen länger. Ich fand irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich fand, da waren ein paar doch schon echt starke Aussagen dabei, wo ich mir dachte, meine Fresse, dass man könnte denken, er hat das nicht nur zu uns gesagt. Man könnte denken, das hat er auch irgendwie zur Welt gesagt. Das hat fast was Episches. Warte mal, ich hab mal was ausprobiert. Mal gucken, mal gucken, wie du das findest. Hören wir mal rein hier. Achtung. Ein laktoseintoleranter Kritiker wird auch nicht plötzlich zum Tester von Sahnetorten. Ihr hattet Themen, wo man hätte pöbeln, meckern und anecken können. Elon Musk, Boris Becker, Geschlechterdiversität, wart euch aber trotzdem wieder sehr einig und habt das alles wieder sehr schön geredet. Sagt einfach, Boris Becker hat eine Straftat begangen und ist zu Recht hinter Gittern. Das ist eine klare Meinung und die kann man auch äußern. Das ist einfach meine Meinung in dem Sinn und dafür kann euch auch keiner kritisieren. Wie ihr es beim Thema Geschlechterdiversität ja auch gesagt habt, es ist ein freies Land, ihr könnt eure Meinung äußern und es ist auch euer Podcast. Dann macht es doch einfach. So eine Aussagen sind immer sehr allgemein und sehr beliebt, stimmen aber halt einfach nicht. Dadurch spart keiner. Das ist wie wenn man zu Mediamarkt geht und ein Fernseher für 500 Euro kostet, weil er sonst 600 Euro kostet, dann habe ich auch nicht 100 Euro gespart, sondern ich habe 500 Euro ausgegeben. In dem Sinn, nennt eure Meinung in eurem Podcast, dafür kritisiert euch keiner, habt Spaß und bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao. Alter, als wenn er es auch an die Welt gesagt hat. Ja, sowas von. Klar, es war gemixt mit Kritik an uns, aber irgendwie, da war eine ganze Menge, also ich stelle mir da wie so einen Bürgermeister vor, oder so ein Bürgermeisterkandidat, der quasi bei so einem Triell da steht, weißt du? Oh. So klang das so ein bisschen. Oh, meinst du Bürgermeister von Berlin? Naja, zum Beispiel, ja, Georg, Chefkritiker, Bürgermeister von Berlin. Also wenn es soweit kommt, dass du dich dafür bereitstellst, sag mir Bescheid, ich mache dir gerne eine Visitenkarte und einen Trailer. Wir supporten dich, sowas von. Also überall hin, also egal. Ja. Du bringst raus in die Welt. Das Ding ist ja auch, Robert, ich habe ja erzählt, da hat er sich auch ganz lieb in der E-Mail bedankt. Ich nehme ja immer das, was er sagt und schneide das so aneinander, dass es gut klingt, also dass es schnell vor allem ist. Ja. Dass man nicht so lange Pausen hat wie bei uns beiden, sondern dass da ein bisschen Pfeffer drin ist. Und irgendwie, ich hatte so nebenbei da in meinem Musikprogramm da rumgeguckt und so. Und irgendwie habe ich da irgendwie so, weißt du, da war so ein bisschen, habe ich so verspürt. Ich habe einfach mal was anderes noch drunter gelegt bei dem letzten Part, den er gesagt hat. Irgendwie, weißt du, mit ein bisschen mehr Feinschliff. Ja, Achtung. Okay. Ihr habt gesagt, den Beef zum Knoblauchthema, den verliere ich. Das nehme ich gerne an. Da würde ich mich weiterhin streiten. Verfeinern, und so steht es auch bei Wikipedia, heißt durch bestimmte Zusätze etwas verbessern. Das heißt, ich gebe etwas dazu, was vorher nicht dabei war. Wenn ich beim Knoblauchbrot Knoblauch hinzugebe, dann habe ich das Verhältnis verändert und vielleicht auch einen stärkeren Geschmack. Aber wir sprechen hier nicht zum Verfeinern. Yo. Bis dahin. Tschö. Kann man, da steckt Potenzial drin. Ja, es wird musikalisch, ist geil. Ich müsste mich nochmal... Nicht, dass, wenn er das aufnimmt, irgendwie auch diesen Beat drauf hat und das versucht, in diesem Beat voranzukriegen. Ich meine, dann wirkt es ja noch strukturell. Also das brauchen wir nun wirklich nicht bei sowas. Echt wahr? Naja, binden wir mal ab. Abs, was erzähle ich denn hier für ein Schwach? Ich wollte gerade sagen, ab geht's und irgendwie bin ich bei Abseits oder so gelandet. Naja. Ab geht's! Das war der Chefkritiker Georg. Jetzt hat er mal seine Meinung losgelassen, jetzt ist er aber auch wieder gut. Sag mal, Digga, bist du eigentlich, du bist da auch noch mit Mittagsruhe aufgewachsen, oder? Ja, Mittagsschläfchen, mach ich bis heute. Ist geil. Ich werd deswegen auch noch aufgezogen. Ja, ist ja okay, also nicht Mittagsschlaf als für sich, aber so Mittagsruhe, die im Haus herrscht, also in Wohnungen und so weiter, kennst du da auch noch, oder?
Ja, natürlich, von 13 bis 15 Uhr, ansonsten gibt es das Maul. Danke, damit hatte ich vorher nicht allzu lange Zeit auch mal wieder eine Diskussion, ich weiß gar nicht mehr, ob das auf Arbeit oder so war. Und für mich, ich habe mal nachgeguckt, das ist ja, das steht ja in keinem Gesetz drin oder so, also sowas wie Mittagsruhe. Nein, steht aber Mietvertrag drin, ne? Das kann durchaus sein, das weiß ich jetzt gerade nicht. Nee, das kann nicht durchaus sein, das steht explizit da drin. Okay, also in deinem Mietvertrag steht es explizit drin. Ich weiß nicht, ob es bei mir ist, muss ich mal nachgucken. Aber ich habe auch letztens gedacht, irgendwie so vom Gefühl, ich bin so richtig deutsch an dieser Stelle. Für mich ist 13 bis 15 Uhr echt so eine Ruhezeit, einfach so eine heilige Zeit, wo ich weiß, da weiß ich nicht, da wird kein Staub gesaugt, da wird die Waschmaschine nicht angemacht, so, da wird nicht gebohrt. Und letztens aber trotzdem wieder hier Leute, die sogar auf den Sonntag zwischen 13 und 15 Uhr, das ist ja Todsünde, dann noch die Bohrmaschine anmachen. Wow, okay, da werde ich sofort die Polizei rufen. Also das kann ja wohl nicht wahr sein. Ey, jetzt mal ohne Scheiß, auf den Sonntag zwischen 13 und 15 Uhr. Alleine schon auf den Sonntag ist schon frech. Hatte ich aber auch schon mal erlebt. Aber dennoch zwischen 13 und 15 Uhr? Das war schon krass, ja. Also da war ich auch ein bisschen entspannt. Das ist heilig. Wo bist du, Robert? Ich weiß, ich kenne dich ja, aber weißt du, für die Leute so. Wo bist du richtig Allmann? Wo ich richtig Allmann bin? Ja, wo bist du richtig Allmann? Ich bin gar überhaupt nicht Allmann. Du bist also, super Allmann. Natürlich bist du Allmann. Ich bin sowas von gar nicht Allmann. Beweis es mir doch, dass ich Allmann bin. Ja, das würde ich ungern jetzt öffentlich so sagen. Das würde ich sag dann, es. Nein. Sag es. Also wo du auf jeden Fall krass Allmann bist, ist auf jeden Fall in Absprachen und so weiter. So Organisation und so. Es muss alles auf den Punkt genau geplant sein. Da bist du super Allmann. Ich erinnere mich bloß, wo wir nach Bremerhaven sind. So deine Vorbereitung. Oh, da muss noch der Vertrag geregelt werden mit Beifahrer und Versicherung und Tim, gib mir mal die Daten noch. Ja, das ist doch Allmann. Na, warum nicht? Ey, ohne Scheiß, es geht um meinen Wagen. Wenn jemand anders damit einen Unfall baut, dann habe ich nichts davon, weil dann ist das Auto kaputt und die Versicherung übernimmt nichts. Ja, hast du völlig recht. Ja. Und bei mir ist sowas Allmannmäßiges halt wie zum Beispiel die Geschichte hier mit, du weißt schon, mit Mittagsruhe. Und dass ich, was natürlich auch super Allmann ist, und das ist bei mir safe so, dass ich einfach immer versuche, mich an Regeln zu halten. Also ich bin kein Regelbrecher. Das mache ich einfach. Ich versuche es einfach nicht. Selbst so Kleinigkeiten wie über eine rote Ampel gehen, mache ich mittlerweile schon allein aus vorbildstechnischen Gründen schon nicht, weil ich auch nicht will, dass ein Kind sich das irgendwie bei mir abguckt. Aber auch das zum Beispiel, da bin ich auch deutsch, stehe dann bei helllichem Tag an der Ampel und gucke dann die Leute so an, die bei Rot rübergehen und mache dann so. Oh, da habe ich eine ganz tolle Story. Du weißt ja, ich war ja, das habe ich dir ja schon öfters gesagt und da bin ich auch richtig stolz drauf, dass ich das damals war. Jetzt können die Leute auch lachen, aber ich war Schülerlotse in der 6. Klasse. Also total. Ja. Ja, sag, kannst du es bitte nochmal wiederholen? Naja, das ist doch, also, sorry, Allmänniger geht's doch noch gar nicht, aber erzähl. Alter, du kannst mich mal. Mm. Ja, also ich wusste, also nicht nur viele, sondern wirklich so 99,9% sind immer da stehen geblieben, wenn wir halt gesagt haben, hier nicht weiter. Das Krasse war, jeden Früh lief aber eine immer über die Straße, immer. Mhm. Und wenn wir halt das Zeichen gegeben haben, dass sie nicht rübergehen dürfen. Und jedes Mal habe ich gesagt, was für ein tolles Vorbild. Gut, hat nie drauf reagiert, aber ich musste das hast sagen, du wirklich ausgesprochen, oder was? Das habe ich ausgesprochen. Okay. Das musste ich wirklich sagen. Wie alt warst du da ungefähr? 6. Klasse. Ja, okay. Ja, aber da war ich, du weißt ja, bisschen proper und da hat sich keiner mit mir angelegt. Nee, mit dir haben sich damals, also ein bisschen später als 6. Klasse, auch keine Straßenbahnfahrer zum Beispiel angelegt. Genau das Gleiche. Nee, das war später. Das war später, ja, genau. Die hast du auch dirigiert mit deiner Art, mit deinen Auftreten. Ja, bisschen. Und mit meiner Stimme. Also ich bin auf jeden Fall hundertprozentig auch an verschiedenen Stellen super Allmann. Und ich ärgere mich manchmal hier und da. Aber auf der anderen Seite freue ich mich dann auch wieder, weil das dann so geregelt hier und da abläuft. Und es muss auch ein bisschen geregelt sein. Es kann doch nicht hier Anarchie herrschen. Entschuldigung. Über rote Ampel rübergehen. Anarchie! Ja, ist doch so. Ja, na, selbstverständlich. Ja, wo kommen wir denn da hin? Ja. Ist genau wie du schon sagtest, Mittagsschläfchen.
zwischen 13 und 15 Uhr. Das ist eine Sünde, wenn da gebohrt wird. Und dann auf den Sonntag, echt, ey. Oh ja, gut, werden wir mal wieder. Wie soll der Typ beim Scheißen treffen, der soll Blitz beim Scheißen treffen, den Typen. Sehr gut, da würde ich vorschlagen, damit wir mal wieder langsam ein bisschen cooler wirken, wir haben eine richtig coole Top 3 heute, die war richtig unsere Street Credibility. Wir sind cool, ich weiß nicht, was du für Probleme wo hast. Wo unsere Street Credibility Digga, ich will jetzt wieder mit richtig gegroundet los. Was denn diskutieren? Ich hab doch gerade meine Meinung gesagt. Wir beide sind super Allmann. Also du bist noch mehr Allmann als ich. Ey, so viel Allmann bin ich jetzt echt nicht. Komm. Doch, du bist auch ein Allmann, natürlich. Du hast genauso deutsche Tugenden, wo man wirklich mal sagen würde, ja, das ist ein typischer Allmann so. Aber habe ich auch. Hat doch jeder, fast jeder von uns, wir beide haben die safe. Ja, aber komm, mach weiter. Komm. Oh, bist du jetzt bockig? Nein. Also, wir werden jetzt mal wieder unsere Street Credibility grounden mit einer wahnsinnig krassen Top 3. Gib ihm. Ich glaube, das ist heute so eine Allmann Top 3. Top 3. Dies, das, Ananas. Sei dabei. Top 3. Feel free. Mit Robert und Axel. Und vielleicht noch jemand anderen mal gucken. Jo, genau. Wie schon erwähnt, es ist wahrscheinlich so eine Allmann-Top 3, die man einfach nur nehmen kann, oder? Und zwar, weil Axel haut sich hier gerade weg. Genau. Da ja heute der Welttag des Backens ist, haben wir uns einfach mal überlegt, Mensch, was sind denn eigentlich so die schönsten, wie hieß das Wort, Backwerke, die man so haben kann oder essen könnte. Top 3, die man so liebt und mag und die sein müssen. Weil bei dir ist ja auch ein bisschen schwierig, weil du backst ja nicht. Und das ist ja dann... Ja, backen tue ich überhaupt nicht. Nein, das ist, oh, Entschuldigung. Interessant war... Jetzt komme ich auf das Wort. Entschuldigung. Gebäck. Genau, ich hatte erst, weil irgendwie Tag des Backens, dann dachte ich mir, na komm, dann lass doch Tag des Gebäcks machen. Dann dachtest du, ja, dann lass mal lieber Kuchen machen. Dann dachte ich mir, Kuchen ist nicht mein Ding, dann machen wir die Backwaren allgemein so ungefähr. Die Top 3 Backwaren. Ich weiß jetzt schon, was ich im Hinterkopf klingelt bei mir schon wieder Folgendes. Hier kommt der Chefkritiker, Dio. So, und so was von. Auf jeden Fall. Also deswegen, ich bin sehr gespannt, Robson. Aber können wir da noch ein bisschen was mit reinnehmen, wie Klugscheißer und sowas, Chefkritiker und Klugscheißer? Da können wir uns mal was einfallen lassen bei Gelegenheit. Okay, das hört sich gut an. Sehr schön. Ich würde dich aber heute... Vielleicht nehme ich auch was auf, dann nimmst du, schneidest du das mit rein. Okay. Wie bist du vorgegangen? War das durch deine Backerfahrung? Hast du die damit einfließen lassen? Ja, definitiv. Okay. Nummer 1 ist selber gebacken. Dann sag mir mal erstmal deine Nummer 3. Ich bin gespannt. Meine Nummer 3. Ach fuck, jetzt habe ich das hier zugemacht. Das ist schlecht vorbereitet. Was ist das heute für eine Folge? Oh. Warte, habe ich gleich offen. Ja, wir warten, Robert. Das ist kein Problem. Genau, also, die erste Backware. Ja, ich hörte schon wieder Chefkritiker jetzt. Aber jetzt lass mal einen Chefkritiker außen vor. Und zwar typisch Allmann-mäßig, muss man dazu sagen. Allmann-mäßig und zwar ein schönes, warmes Brötchen zum Frühstück. Ja, natürlich. Ja, auf was für Art Brötchen stehst du denn da, Robert? Was magst du denn darin so? Auf die großen. Die großen? Nein, also eher so, bei Kaufland gibt es diese leckeren Dinkelbrötchen, die sind schön lecker, oder Kaiserbrötchen. Alter, du lässt dich darüber tot, wenn ich darüber rede. Du bist so ein Arsch. Lass mich doch mal lachen. Ich bin ein glücklicher, fröhlicher Mensch. So. Okay, also ich mag Brötchen. So. Okay. Zum Frühstück. Warme. Okay. Ja, sehr schön. Also bei mir wurde das ein bisschen konkreter als bei dir. Ich habe bei mir auf Platz 3 habe ich Eclairs genommen. Eclairs ist bei mir auf Platz 3. Ich habe überlegt, so, welche Backwaren hat in meinem Leben schon viel Einfluss auf mich gehabt, welche ist schon öfter mal in mich reingegangen und so. Und naja, und Eclairs. Mit viel Sahne, ne? Ja, wie auch immer. Also ich weiß auf jeden Fall, als ich kleiner war, haben wir sehr gerne uns als Nachtisch oder sowas zum Beispiel Eclair geholt. Eclair fand ich immer super lustig, fand ich immer super lecker. Und natürlich, wie isst man Eclair, wa? Man trennt erstmal sozusagen diese Kappe da ab, die Schoko, und löffelt natürlich das Vanilleding da, den Vanillepudding oder was auch immer da drin ist, erstmal raus. Mmh.
Nee. Na klar. Nee. Wie denn sonst? Ist wie bei Windbeuteln. Das oben macht man ab, dann futtert man es weg, weil es zu trocken ist. Und dann isst man unten den unteren Teil mit der Creme, weil dann ist es schön, dann ist es nicht zu trocken dadurch. Ja, okay. Also bei mir war es immer so, ich habe es, wie gesagt, immer getrennt und dann mit einem Löffelchen da rausgedingst. Okay. Eclair eher mit Sahne oder eher mit Pudding? Eigentlich normal Standard ist ja mit Pudding. Ja. Aber ich habe auch welche schon gesehen, die haben so Sahnecreme sowas drin gehabt. Na, ich bin nicht so der Sahnetyp, also deswegen, ich bin okay. Eher der Pudding-Typ. Du bist ja der Pudding-Typ. Das ist eine schöne Aussage. Also bei mir. Okay, dann kriegst du zum nächsten Geburtstag eine riesengroße Schüssel voller Pudding von mir. Ja, sehr gut. Ich habe übrigens mal heute auch gelesen, das wusste ich auch nicht. Eclair in Deutschland nennt man auch Kaffeestange, Hasenpfote oder Liebesknochen. Das war mir auch noch nicht bewusst. Liebesknochen kenne ich ja. Ja. Mhm. So, deine Nummer zwei. Deine Nummer zwei, der Top-Backmann. Zum Thema mit Sahne. Meine Nummer zwei, ja, das sind, frage ich mich, ob das wirklich ein Gebäck ist, aber ich denke ja, und zwar Mutzenmandeln vom Jahrmarkt. Mutzenmandeln vom Jahrmarkt. Mutzenmandeln, ja, Mutzenmandeln, das sind so eine kleine, kleinen Gebäck, das ist so wirklich in Fett ausgebacken, mit schmeckt so leicht nach Marzipan, so, weil es richtig mit Mandeln ist. Und dann kommt oben so viel Puderzucker drauf, dass wenn du einen isst, dich erstmal komplett mit Puderzucker einsaust. Kennst du das Zeug? Also so, wenn du zu viel Puderzucker auf irgendwo drauf hast? Das habe ich, ja. Wenn dann bei, warum habe ich die eigentlich nicht reingenommen? Weil das ist eigentlich mega geil. Egal. Ich kenn's eigentlich du hast es auf Windbeutel. Schön ordentlicher, ja. Windbeutel. Oh ja. Und zwar nicht die irgendwo in der Kaufhalle zu kaufen gibt oder so, diese Scheiße. Auch nicht die bei den Bäckers, die es so gibt, sondern das muss Bäcker. Mit Bäcker. Sondern wenn dann richtig schön auf so einen Jahrmarkt oder auf so einen Flohmarkt oder wie auch immer. Wenn da einer steht. Habe ich noch nie auf dem Jahrmarkt oder Flohmarkt Windbeutel gesehen. Wo kaufst du denn? Ja. Krass. Also da kenne ich die auf jeden Fall her und da sind die dann, so eine Oschis so. Richtig schöne, fette Teile und die schmecken so lecker, ey. Boah. Okay. Ja, aber wie gesagt, also Mutzmandel. Sind so kleinen, haben sie Mandelform gemacht, ist voll lecker, kann ich dir nur mal empfehlen, wenn du mal welche siehst. Okay, alles klar. Jetzt hat mir es gerade eingefallen, also meine Quarkbällchen, die habe ich jetzt vergessen, aber ich bleibe mal bei dem, was ich aufgeschrieben habe. Bei mir auf Platz 2, ich habe das sogar hier. Ich habe es extra eingekauft für heute. Wurstdogs von Edeka. Wurstdogs von Edeka. Total schlecht, brauchst du ja nicht googeln. Davon gibt es kein Foto. Wenn du kurz dran bleibst, hol ich es mir schnell. Warte mal. Ja, hol mal. Warte, hol mal. Wurstdogs. Also das ist jetzt in dem Fall ein Gebäck, was ich sozusagen auch auf Arbeit einfach gerne manchmal mir hole, wenn es so auf die Schnelle gehen muss quasi. Und warte mal. Also das ist im Endeffekt so ein, hier ist die Kamera, hier ist quasi so ein Teil, so ein Gebäck mit so einer Wurst drin. Und die ist so, ja, da ist so ein bisschen Ketchup-artiges drin. Ich weiß es nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch ein bisschen Honig mit drumherum, also nicht viel, aber... Mag ich. Total lecker. Such mal, Digga, such mal nach Würstchen im Schlafrock. Da hast du es gefunden. Nee, das kenne ich. Ja, so ähnlich ist es. Das stimmt schon. Mhm. Ja. Okay, jetzt futterst du hier etwa, während wir hier die Folge aufnehmen. Naja, also, wenn wir schon über Backwaren reden, also authentischer geht es ja noch nicht, wa? Ich habe aber nur einmal abgebissen, das lasse ich jetzt so sein. Das war ja meine Nummer 2. Wurstdock. Jetzt spucke ich hier auch noch. Wurstdock von Edeka. Du hast jetzt Würstchen reingesteckt, ja, ich merke schon. Du bist halt ganz schön homophob. Ich? Nein, niemals. Ja, bitteschön. Ich bin überhaupt nicht homophob, hallo? Nein, ich bin auch nicht schwul. Also. Auch nicht heute. Du weißt aber, was homophob bedeutet. Naja, du, ich war auch schon mal schwul. Ja, aus Solidarität zu meinem Wellensittich. Ja, weil der hat ja auch immer Kacke an der Stange. Das ist ein Gag, den hat Kurt Krömer damals gesagt. Den fand ich bloß sehr lustig und wollte ich jetzt so bringen. So, Digga, was ist denn bei dir auf Platz 1? Ja, auf Platz Nummer 1 ist, jetzt kommt das Selbstgebackene. Da kommt nichts dran, das ist so geil. Es gibt so viele Kuchensorten, die ich backen kann. Aber das Beste, das Allerbeste, das kennt auch keine Sau, nur meine Familie. Und zwar Wespenstich. Na, Bienenstich, oder? Nein, sagen viele, es ist so ein Bienenstich. Nein, eine Wespe und eine Biene sind zwei völlig unterschiedliche Tiere. Selbstverständlich, na klar. Pass auf,
Ein Wespenstich machst du mit einem Quarkölteig. Dann kommen Aprikosen drauf. Und dann kommt oben Blätterteig und dennoch eine Masse aus Butter, Honig und Mandeln. Aha, und das backst du unten in den Ofen. Und das ist so lecker. Ja, das ist dein Ding, ja. Das ist mein Ding. Kann ich auch machen. Also ich wusste ich nicht, dass es da so einen Unterschied gibt. Ich kenne halt nur Bienenstich, den von meiner Mama, der ist halt übertrieben lecker, muss ich ganz ehrlich sagen. Der ist auch unfassbar süß. War das eine Kritik, eine negative Kritik? Das war eigentlich ein Dankendlob, weil ich habe mittlerweile bei mir auch so festgestellt, dass ich so krass süß ist, deswegen mag ich zum Beispiel auch keine Donuts. Die sind mir einfach zu süß an der Stelle. Sie kriegt es aber hin, dass es nicht zu süß ist. Ja. Okay. Weil sie ist ja, das Essen ist ja nicht meine Mutter, die ist viel zu süß für diese Welt. Oh. Du Schleimer, so, du bist naja, so ein von, Schleimer, weißt du das? So, pass auf, folgendes, dann würde ich jetzt mal meine Nummer 1 sagen. Meine Nummer 1 ist etwas von, ist eigentlich das klassische Schinken-Käse-Croissant. Ist bei mir auf Platz 1. Aber eine von diesen ganzen Fertigteilen, da gibt es auch viel Kacke natürlich. Hier, die Wurstdogs da von Edeka, die sind auch nicht dolle, aber ich esse sie halt dann ab und an mal. Aber zum Beispiel bei Schinken-Käse-Croissant von Le Crobac, muss ich ganz ehrlich sagen, ist richtig gut. Also das gefällt mir. Und das würde ich quasi bei mir auf Platz 1 sehen, wenn ich sage, boah, wenn ich mir erst was aussuchen könnte, da würde ich mir so ein Schinken-Käse-Croissant lecker von Le Crobac holen. Le Crobac viel zu teuer, aber da an der Stelle qualitativ, zumindest geschmacklich für mich, sehr gut. Gut, okay. Du bist lass ja gar nicht so einverstanden mit meinem Schinken-Käse-Croissant, das ist nicht so deins. Ich bin, Käse-Schinken ist okay, aber ganz ehrlich, du hast irgendwie nichts selbst gebacken. Nicht mal ich backe nicht selber. Ja, das ist doch Kacke. Ja, wieso ist denn das Kacke? Dann sag das doch vor Vorfeld, dass du ein selbst gebackenes, selbst hergestellte Gerichte haben willst. Dann machen wir daraus gerne. Ganz ehrlich, davon bin ich jetzt ausgegangen, mindestens ein selbst gebackenes dabei ist. Sag mal, seit wann kennst du mich denn? Du weißt ja, dass ich nie backen würde. Ich überbacke Käse, darin bin ich richtig gut. Du überbackst Käse mit Käse. Aber was du super kannst, ist Nudelsalat. Das ist super überbacken. Ja, das hätte jetzt voll reingepasst hier. Ja, weiß ich. Wollte ich einfach nur mal so gesagt haben, weil wir vorhin das Thema Knoblauch hatten. Ah ja, so viel dazu. Top 3. Dies, das, Ananas. Sei dabei. Top 3. Feel Fry mit Robert und Axel und vielleicht noch jemand anderen, mal gucken. Jetzt hat er schon wieder abgebissen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Weißt du, was richtig krass war die Woche, was ich gelesen habe? Das war, hast du vielleicht auch mitbekommen, Erling Haaland vom BVB wechselt er jetzt, oder? Also, sie haben sich zumindest geeinigt. Nach Manchester City, oder? Ja, richtig. Der geht auf die Insel und ich habe mir mal angeguckt, interessant fand ich da ein Kind, der ist ja 150 Millionen Euro wert, also zumindest nach transfermarkt.de. Die zahlen aufgrund einer Klausel 75 Millionen, also die Hälfte. Hm. Wo geht das Geld hin? Entschuldigung. Wo geht das Geld hin? In seinen Vertrag. Der verdient einfach mal jährlich 30 Millionen Euro netto. Das sind pro Woche knapp 600.000 Euro. Okay. Alter, erstmal ohne Scheiß. Also was für eine Welt leben wir? Der spielt Fußball. Das macht er häufig. Quasi ja, täglich. Ja, siehst du, ich spiele mit Computern und mache das häufig und verdiene nicht so viel. Ja, eben, du zahlst gefühlt wöchentlich so viel, damit du dein Erlebnis da haben kannst. So, so in etwa, ja. Also, das kann da wohl nicht wahr sein. Nächstes Ding. Kennt mal, haben viele schon gehört, du kennst den auch. Tom Brady. Tom Brady macht jetzt wahrscheinlich noch ein Jahr, wie ich es verstanden habe, bei den Buccaneers ist das, glaube ich. Oder wie Robert sagen würde, Buccaneers. Wieso Ecke? Ich weiß, wie ich Buccaneers ausspreche, ja. Alles gut, ich will dich bloß ärgern. Auf jeden Fall, schon klar. Auf jeden Fall spielt er da jetzt. Und der hat jetzt, wenn ich es richtig gelesen habe, einen 10-Jahres-Vertrag unterschrieben als Experte für, warte, wir wollen es richtig sagen, für den TV-Sender Fox Sports. Da ist er als Experte 10 Jahre gebucht. Und in den 10 Jahren verdient der mehr als in seiner kompletten Profikarriere. Der verdient in den 10 Jahren 375 Millionen Dollar. Dafür, dass der zu jedem Footballspiel fahren kann, dass er da ein bisschen was erzählt, ein schönes VIP-Essen bekommt. Ey, sag mal, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, aber ganz ehrlich, da muss man sich auch fragen, was machen die mit der ganzen Kohle? Ja.
Da weiß ich, keine Ahnung, ich kenne ihn nicht. Ich hab, weiß bloß, wer war denn das? Jesus hat mir das erzählt. Der kommt ja jetzt, glaube ich, nach Deutschland, glaube ich, nach München. Ich glaube, sein Team spielt da jetzt demnächst irgendwie. Wer hier? Na, Tom Brady. Tom Brady, okay. Also der ist doch der alte Mann, der jetzt irgendwie nochmal gewechselt ist. Ja, okay. Und jetzt ist irgendwie in München dieses Jahr, ist da irgendwie so ein Footballspiel. Und da versucht natürlich die ganze Welt hinzukommen. Und ja, da ist der wohl auch dabei. Da sind sie alle ganz schön nervös. Da haben sie schon alle feuchte Höschen. Okay. Du kriegst feuchtes Höschen, wenn San Diego hier auftrifft, oder? San Diego? Na, war das nicht? War noch die Ach, San du meinst Diego, Eishockey, oder? NHL? Das ist ja, natürlich. San Jose. San Jose, Entschuldigung. Nein, da kriege ich keine feuchten Höschen, aber da kriege ich ein leichtes Zittern. Je nachdem, da müssen wir abwarten, wer dann dort spielt. Es kann ja sein, dass sie noch krasse Leute nachverpflichten, wo ich dann auch emotional reagiere. Soll ja beim Sport vorkommen. Habe ich auch schon gemacht. Naja. In die Hose gemacht. In die Hose gemacht während des Spiels. Das ist mir noch nie passiert. Aber wem ist denn das passiert? Warte mal, wer hat denn das denn erzählt vor nicht allzu langer Zeit? Ich glaube, Peter Neurohr war das. Der hat es erzählt. Sorry, wenn ich jetzt einen verwechsel. Aber ich glaube, ich meine, es war Peter Neurohr. Fußball, Bundesliga-Legende, Trainerlegende. Der ist ja auch immer sehr emotional. Und war, hat mal erzählt jetzt irgendwie die Anekdote, dass er beim Fußball war und stand da eben auf dem Platz oder hat sich da hingesetzt und musste die ganze Zeit, naja, er musste halt. Groß, zwei. Und irgendwann hat sein Team wohl ein Tor geschossen, er ist aufgestanden, hat sich so gefreut, dass er in die Hose gekackt hat. Das ist da auch mal ein Ding, das ist da auch mal nicht schlecht. Das ist Emotion pur. Ja, genau. Na, sehr schön. Eine Sache würde ich ganz gerne nochmal machen und zwar folgende. Dönerläden mit mehr als drei Soßen. Wurst mit Gesicht. Käsesoße im Kino. Zeig ich immer. Damit ist der Schluss. Dies, das, anders. Schafft ab und verbessert die Welt. Nicht aber ohne irgendwas Neues dafür einzuführen, weil wegen Gleichgewicht und so. Dings. Mensch, Axel, was hast du denn jetzt? Was willst du wieder abschaffen wollen? Ja, ich schaffe was ab und in gleichem Atemzug, an der gleichen Stelle packe ich was Neues rein. Und ich muss mich darüber aufregen. Es nervt mich. Ich weiß, es nervt dich auch hochgradig. Wir reden von einer Multifunktionsarena, die heute schon mal gefallen ist. Wir reden von der Mercedes-Benz-Arena. Da, wo das 0,05er Bier einfach mal 6 Euro kostet und während der Eishockeysaison 5 Euro kostet. Das kann, ja, genau, richtig, genau an dem Ort. Was mich extrem ankotzt, und da würde ich sofort sagen, schafft diese Scheiße ab, und zwar... Fail-Teams. Alter, was nimmst du mir denn hier alles weg, du oben? Ja, ich wusste es. Genau, richtig. Ich verstehe es nicht. Wir sind hier in Berlin. Wir haben in Berlin auch heute noch 12 Bierbrauereien. Ja, warum macht man Felddienstbier da rein? Ich verstehe es nicht. Das ist weder regional noch sonst irgendwas. Das Bier schmeckt ehrlich gesagt wirklich nicht dolle. Und das würde ich komplett abschaffen. Weg damit, raus. Raus aus meinem Berlin. Und nur so mal als Info für euch alle da draußen. Felddienst verkauft ihr Bier auch unter einem anderen Namen. Nicht verirren lassen. Und zwar... Pülliken. Na ja, klar. Hatte ich ja auch gesagt, Pülliken ist Felddienst, nur so als Info. Okay. Naja, okay. Und an der gleichen Stelle würde ich quasi neu einführen, ein regionales Bier. Zugegeben, ich missbrauche gerade meine Rubrik hier ein bisschen. Was heißt missbrauchen? Eigentlich mache ich es nicht. Ich nehme was weg und will was Neues rein. Ich will, dass Fremdbier, Felddienstbier aus meiner heimischen Arena hier in Berlin weggeht und ihr soll bitte regionales Bier rein. Sag mal, wo sind wir denn? Das kann aber nicht wahr sein. Ich würde mir auch komisch vorkommen, wenn ich auf Schalke bin oder in Dortmund oder in München und im Stadion würde es mit einmal Berliner Pilsen dann nur geben. So, weil das macht da auch keinen Sinn. Ja? Also, das ist mein Ding. So, in dem Sinne. Dönerläden mit mehr als drei Soßen. Wurst mit Gesicht. Käsesoße im Kino. Damit ist jetzt Schluss. Dies, das, anders. Schafft ab und verbessert die Welt. Nicht aber ohne irgendwas Neues dafür einzuführen, weil wegen Gleichgewicht und so. Dings. Genau, Dingsbums. Ja, Axel, Mensch, war heute mal wieder super. Ich denke, wir kommen jetzt, glaube ich, zum Ende, oder? Ja, bitte.
Warum? Warum? Wir haben fand die Folge heute schrecklich. Die Leute wollen uns hören. Sie wollen uns lachen hören. Ja, sie wollen über Pipi-Kaka-Humor lachen. Komm. Ja, ist ja auch völlig in Ordnung so. Davon habe ich heute nicht mehr so viel übrig. Ich fand die Folge heute schrecklich. Ich fand die nicht gut. Die war irgendwie scheiße. Die war irgendwie komisch. Nicht. Aber ey, kannst du dich noch erinnern an diese eine Folge, die wir hatten? Das war, glaube ich, die 5. Folge oder so. Die nannten wir dann Freitag 6. Stunde. Weil das war so, da hat irgendwie gar nichts funktioniert. Und so ähnlich war das heute auch. Also, die war heute schon besser als damals. Aber wenigstens haben wir noch darüber gelacht. Du hast mich wenigstens noch gefragt, wie Allmann ich bin oder sowas. Weißt du, das ist witzig, weil dann denkt man so ein bisschen darüber auch mal nach. Ja, richtig. Naja, natürlich. Genau. Genau. Siehst du, genau jetzt wieder so ein Punkt. Ja, nee, ich denke, wir kommen jetzt einfach zum Ende. Bei der nächsten Folge wird es wieder mehr Kracher geben. Da wird geballert, da hauen wir raus. Und ich will noch nicht so viel versprechen, Leute. Also, die nächste Folge kommt am, wenn ich mich nicht irre, am 31. Mai. Und das wird dann die 44. Folge. Und ja, mir hat es heute wieder Spaß gemacht. Die zweiwöchentliche Therapiestunde, die wir hier haben. Ja, wir müssen ja noch nach und vorarbeiten, deshalb kommen wir auf eine Stunde heute. Nee, aber ansonsten, Axel, vielen Dank heute. Hat wieder super viel Spaß gemacht mit dir. Und ja, wir hören uns und die ganzen Leute da draußen, unsere Crowd, Leute, wir lieben euch, ihr liebt bestimmt uns, auch wenn wir mal eine schlechte Folge aufnehmen. Wir hauen uns einfach so raus. Und ja, schönen Gruß an alle und tschüss. Und jetzt ist nochmal der Axel dran mit den letzten Worten. Ach, danke. Ja, ich fand eine Sache noch ganz schön zum Schluss. Ich habe heute, bevor der Podcast losging, habe ich mir nochmal mein Social Media aufgemacht und habe dort gesehen, die Polizei Berlin hat heute wieder was gepostet. Und zwar im Bereich Thank You Thursday. Weil heute ist ja Donnerstag, wo aufgenommen wird. Und ich finde, damit kann man auch mal so eine Folge beenden, weil das zeigt, wie Dinge dann auch besser werden und schöner werden können. Da schreibt einer an die Polizei. Schönen guten Tag, die Damen und Herren. Wollte nur mal etwas loswerden, weil Ihnen besonders auf Dingen wie Twitter viel Hass entgegenschlägt. Er schreibt noch, bin auch kein Fan der Polizei. Politisch eher links, schon in der Jugend mehrmals mit dem Gesetz im Konflikt geraten. Doch ehrlich gesagt finde ich Berliner Polizisten und Polizistinnen eigentlich sehr entspannt. Und, wenn man das sagen darf, korrekt. Und im Vergleich zu anderen Ämtern in der Hauptstadt, die zum Beispiel nur telefonisch erreichbar sind an 4 Tagen die Woche und dann nur von 10 bis 11 Uhr, machen Sie eine gute Arbeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Das finde ich schön und ich wünsche euch auch allen noch einen schönen Tag. Tschüss. Peace out. Wollt ihr Infos, die kein Mensch braucht, dann schaltet wieder ein. Mit Axel und Robert habt ihr Spaß. Und so sollte es sein. Dies, das, Ananas. Dies, das, Ananas. Dies, das, Ananas. Dies, das, Ananas. Ananas schmeckt ganz gut.